Joachim Löw, gute Unterhaltung, hat Steffen Simon analysiert in der ersten Halbzeit. Wäre Ihnen ein spannender Krimi lieber? Auf jeden Fall. Ich glaube, gute Unterhaltung eigentlich nur für die Bayern-Fans, weil Bremen macht eigentlich gar nichts nach vorne, sind defensiv natürlich auch überfordert. Also von daher ist eigentlich wie ein Trainingsspiel für die Bayern. Die gute Erholung sieht man Ihnen an nach dem Urlaub. Hatten Sie Gelegenheit, mit Carlo Ancelotti schon zu sprechen in der Zeit? Mit wem? Mit Ancelotti schon zu sprechen in der Zeit? Nein, hatte ich nicht, aber ich kenne ihn natürlich auch von einigen Trainertagungen und habe natürlich auch seinen Weg natürlich auch immer irgendwie mit verfolgt. Er hatte überall Erfolg und ich finde, so wie er das macht, auch von seiner Kompetenz her und seiner Zurückhaltung, ist das schon auch sehr, sehr gut und sehr, sehr professionell. Haben Sie schon einen Termin vereinbart mit ihm oder kommt das nur allein? Nach den Länderspielen werde ich sicherlich mal mit ihm dann auch Kontakt haben, werde ihn mal hier besuchen. Länderspiele, gutes Stichwort. Abschiedsspiele für Bastian Schweinsteiger, für Lukas Podolski mit einer Träne im Knopfloch? Ja, eigentlich schon, ja. Weil beide Spieler habe ich ja jetzt über 12 Jahre hinweg begleitet. 2004 kamen die eigentlich dann auch schon zur Nationalmannschaft, Jürgen Klinsmann und ich und dann danach. Und beide haben für den deutschen Fußball unglaublich viel geleistet. Lukas und natürlich auch Basti waren wirklich auch unheimlich professionell und immer für die Nationalmannschaft da, waren Identifikationsfiguren, natürlich auch für alle Fans und haben weit über 100 Länderspiele Weltmeister geworden. Also eine Riesenkarriere. Wenn solche Spieler dann irgendwie aufhören, dann tut es natürlich auch ein bisschen weh. Und die Neuen stehen aber in den Startlöchern. 3, die Olympia Silber gewonnen haben, haben Sie nominiert. Ist das die neue Generation? Mir hat auf jeden Fall gefallen, wie die Mannschaft unter Horst Rubes da gespielt hat, wie sie sich gesteigert hat im Turnier. Wir haben einige gute junge Spieler und ich wollte diese Spieler jetzt auch mal belohnen. Gerade die Testspiele sind für uns sehr wichtig, so Richtung 2018 eben auch junge Spieler heranzuführen. Julian Brandt, Max Meyer, Leon Goretzka, der leider verletzt war, natürlich auch Süle, andere Spieler, Matze Ginter, die beiden Außenverteidiger waren wirklich, die beiden Benders waren wirklich auch klasse. Also von daher haben wir ein paar gute junge Spieler, die jetzt nachkommen. Und es ist wichtig, dass die jetzt so ein bisschen auch an das Niveau gewöhnt werden. Vielen Dank, Joachim Löw. Gerne.